So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Wir schicken ganz kurz noch die beiden hier rein. Achso, die sind auch schon wieder fertig. Oh, der Nutzlose kann dahin. Und dann haben wir nämlich die Angelstelle fertig. Da kann man deswegen erstmal, wobei Adam nehmen. Adam muss ja erkunden. Ich muss irgendjemanden nehmen. Weil gleich, ne, wobei Adam können wir da noch reinschicken. Weil wir erst erkunden können, sobald wir Nahrung haben. Und ich glaube, wir sollten erstmal alles andere machen. Das kostet hier auch nochmal. Lageplan kostet Nahrung. Alle Einheiten erhalten plus 3 erkunden, das ist auch nicht schlecht. Oder Zelt, das kostet ja gar nichts. Ja, mal gucken. Vielleicht auch ein paar Heiltränke herstellen, ich weiß es nicht. Also auch wenn die mal hier hin und her switchen, das ist nervig. Ah, der switcht nämlich immer dahin, wo es ausgewählt ist. Sehr, sehr nervig. So, gratis, bam, 125 gratis und Angelstelle ist fertig. Zack. Angelstelle 2 haben wir hier, ne? Upgrade bis plus 10 pro Stunde plus einen Bonus, aber wir haben keine Seile mehr. Was kann man denn jetzt bauen? Das Zelt müssten wir eigentlich weiterbauen. Kommt sie mal dahin. Jenny kann bauen. Er kommt hier hin, er kommt meinetwegen hier hin. Wie, ich kann das... Okay. Er kommt hier hin. 4 Stück pro Stunde. Ich kann den auch wieder rauspacken. 4 Stück pro Stunde, er sagt 8 Stunden. Das sind 32, nein, das ist eigentlich gar nichts. Also ganz verstehe ich den Sinn noch nicht davon, was diese 8 Stunden bedeuten. Wahrscheinlich wird er nach 8 Stunden einfach rausgeschmissen, weil er einfach erstmal fertig ist. Kann man hier theoretisch mehrere Einheiten reinpacken? Nee, statt denn nur ein Slot für eine Einheit. Bam! Einen damit, das war total sowas von unnötig. Na gut, ich hätte so oder so nichts anderes machen können, glaube ich. Nee. Erstmal nichts anderes geht ja. Jetzt, wenn ich irgendwo drauf drücke, wenn ich irgendwo nur hinscrollen möchte, dann tippt er das automatisch an. Ja, den Knüppel müsste ich auch noch machen, aber habe ich kein Holz für. Ich habe gerade gar keine Ressourcen. Ich brauche Nahrung, um weiter erkunden zu können, deswegen wird Adam auch gleich hier rausgeschmissen wieder. Der Treibsand wird erkundet, dauert aber längst 5 Minuten. Und das kostet dauert nur 30 Sekunden, das Säubern. Und dann habe ich 100 Nahrung. Was kann ich denn mit der 100 Nahrung machen? Bam! Da habe ich es endlich mal ein bisschen. Wir können erkunden, aber nicht 5 Minuten. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock zu, ehrlich gesagt. Na komm, Adam, du kommst auch mal wieder raus. Wir erkunden mal das Neue. So. 30 Sekunden. Hat uns natürlich 50 Nahrung gekostet. Aber dann können wir halt neue Ressourcen finden, wenn wir was erkunden. Na, diese Angelstelle sollten wir benutzen, sobald wir offline sind. Weißt du? Damit wir da ein bisschen Nahrung kriegen, während wir halt nicht da sind. Also während wir nicht spielen. Das werde ich dann sicherlich auch machen. So, gleich müsste wieder was Neues kommen. Explore map to find resources. Ja, mehr als das Zelt kann man gerade nicht machen. Ansonsten haben wir keine Ressourcen. Das Zelt ist eigentlich auch nicht so wichtig. Na doch, um halt Holz zu speichern, 300. Ja. Deine Überlebenden haben einen Prototyp einer Dampfmaschine entwickelt. Eine solche Maschine reduziert die Arbeitszeit erheblich. Du baust Dampfmaschine. Tipps, sobald die Dampfmaschine funktioniert, wird das die Arbeitszeit für das Erforschen der Nahrung und das Bauen reduzieren. Muss ich die bauen? Ist fertig, oder? Hier oben ist die Dampfmaschine. Bis zu 100 mal kürzere Timer. Okay. Das dauert nur 3 Sekunden. Das Erkunden. Gratis, gratis. Na, wie gefällt dir Tinker Island bis jetzt? Einfach toll. Super cool, wir freuen uns, dich zu hören. Warum gehst du nicht zum App Store und gibst uns später? Habe jetzt keine Lust zu. So, hier können wir Seile erkunden oder wir können bauen. Warum ist das noch nicht fertig? Eigentlich hätte das doch fertig sein müssen. Erkunden. Erkunden.
Handwerk, Handwerk. So, wir müssen 54 von 60. Okay, es ist fertig. Bam. 100 Seile kostet das nächste. Was ist das? Ein Tipi. Speicherplatz auf 450 erhöhen. Ansonsten aber keine Ressourcen, um was zu machen gerade. Und diese Dampfmaschine dauert jetzt seit 45 Minuten hält die. Ich kann aber gerade nichts bauen. Also sie ist lediglich zum Erkunden gerade zuständig. Ist genauso beim Du genießt den schönen Meeresblick, als du auf etwas mehr aufmerksam wirst. Eine Flasche schwimmt in der Bucht. Unten. Du beeilst dich, sie herauszufischen, bevor sie davon driftet. Was ist los? Du bekommst eine Nachricht an einer Flasche. Tipp, die Nachricht in der Flasche beinhaltet Anzeigen aus einem fernen Land. Das Beobachten verdoppelt die Rohstoffproduktion der Arbeiten eine Zeit lang. Ja, funktioniert wahrscheinlich leider auch nicht. Beim Homelaufen auf der Lichtung hörst du ein seltsames Knacken. Es ist sehr gruselig. Du hast das Gefühl, beobachtet zu werden. So, hier sind wir, da beobachtet jemand. Umschauen. Beim Homelaufen auf der Lichtung versuchst du die Quelle des seltsamen Geräuschs zu finden und wirst von einem Wolf angegriffen. Tipp, wenn ein Gegner sich als zu stark erweist, hab keine Angst, lauf einfach davon. Du kannst Gesundheit aufführen und vorbereiten, bevor du zurückkehrst. Der Feind wird an der Stelle auf dich warten, bis du ihn tötest. Renn weg. Okay, hier, yeah, Jenny. Auch 4, okay, das ist, macht also keinen Unterschied. Ich kann hier nicht weitermachen. Ich könnte die... Ach so, siehst du, das Erkunden ist schneller. Zack. Da haben wir was fertig. Der Treibsand verspricht, sehr quälend zu erkunden zu sein. Du schlägst zunächst eine Kaffeepause vor, um dich zu stärken. Großartig. Du nimmst dir etwas Zeit, um eine gute Tasse Kaffee zu genießen. Jemand fragt, wo du den Kaffee her hast, aber die neugierige Person hast du schnell mit wütendem Blick zum Schwein gemacht. Du bekommst Kaffee. Tipp, Kaffee ist Nahrung, den du dir in deinem eigenen Menü brauen kannst. Du brauchst nur etwas Holz für das Kochen, für das Feuer, sodass du Wasser kochen kannst. Während deiner Erkundungen beginnen einige Überlebende ein Ratespiel zu spielen, um sich die Zeit zu vertreiben. Möchtest du teilnehmen? Na sicher. Die Überlebenden stellen dir die nächste Rätselaufgabe. Sie dürfte ziemlich einfach sein. Okay, los geht's. Ich habe immer eine Hand frei, kann deinen Füller wieder füllen, wenn die Tinte zu Ende geht. Wenn wir weit reisen, drücke mich in ein Fässchen. Ich wäre der perfekte Bürogehilfe, wenn es nicht nur so trocken wäre. Wer bin ich? Der Tintenfisch, gehe ich mal von aus. Korrekt. Deine Weisheit inspiriert die Überlebenden und jeder von ihnen erhält etwas Energie. Überlebende erhalten plus 5 Energie. Bereit für das nächste Rätsel? Na, selbstverständlich. Man findet ihn im Dschungel und am Himmel. Was meine ich? Man findet ihn im Dschungel und am Himmel. Na, Löwe, gehe ich mal von aus. Gibt bestimmt ein Sternbild von Löwe. Wahrscheinlich bist du nicht der Typ für Rätsel. Komm, wir machen mit unseren... Oder auch nicht. So ein Mist. Ja, das wäre ganz cool gewesen, um weiterzumachen. Also, na... So, erkunden, Handwerk, Handwerk, erkunden. Okay, wir haben was Neues gerade bekommen. Das ist ja schade. Deine ultimative Angst hat sich bewahrheitet. Ein Überlebender ist am Treibsand stecken geblieben. Was machst du? Dabei belassen. Du versuchst zu helfen, aber auch die Helfer bleiben in der Todesfalle. Die Überlebende erhalten minus 150 Energie. Toll, alle tot. Adams und Gesundheit ist unter 0, er muss sich ausruhen. Tipp, während sich Überlebende mir ausruhen, sind sie nicht verfügbar. Beschleunige die Ruhezeit mit Gems, okay. Ja, komm, fick dich ernsthaft, Alter. Was ist das denn für ein Bullshit? ja, vor allem ne, hier, während dieser Zeit, während das Ding aktiv ist, komischerweise kommt alles zusammen. Ja, dann machen wir Rätsel, dann verschwenden wir die Zeit, dann... Leck mich. Guck mal, hier sind Fische. Yay! Haifische. Haifisch, haha. So, komm, mach den Treibsand zu Ende jetzt. Du gräbst durch den Sand und stößt auf etwas Scharfes. Du versuchst es anzupacken, aber es rutscht dir aus den Fingern. Versuchst es nochmals. Noch einmal versuchen. Du versuchst es erneut und ziehst eine Hand voller Sand heraus. Nachdem du den Sand beseitigt hast, findest du glänzende Edelsteine. Du hältst 30 Edelsteine. Cool. Sehr geil. So, wir machen erstmal hier, zack, 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 nehmen wir uns alles mit. Solange die Dampfmaschine noch am Start ist. Hält ja nur noch 40 Minuten, so, wir kriegen 100 Seile. Wir brauchen...
Ach komm, meinetwegen mach alles drin, ist scheißegal. Gib mal 15 Nahrung. Kaffee. Gib mal 30 Fleisch. 30 Nahrung und Seile. Dampfmaschine ist gerade ganz praktisch. Wenn ich halt mal zwei meiner Leute gestorben wären. Wie ich soll dem nicht helfen? Was ist das denn für ein. Ah ja. So, 60 Seile. Gibt's hier noch was? Nö, das war's. So, Treibsand ist gut fertig. Was haben wir denn hier? Okay, da müssen wir kämpfen. Dann gibt's Lagune. 50 Nahrung brauchen wir dafür. Wurde nämlich langsam echt knapp mit der Nahrung. Ja, doch mit der Nahrung schon richtig. Wir können eigentlich etwas Neues bauen. Wir können die Angelstelle 2 bauen. Sollten wir auch mal machen. Um das zu verbessern. Dass wir dann über Nacht oder wenn ich dann halt nicht mehr spielen sollte, ordentlich Nahrung dazu bekommen. Weil 10 pro Stunde oder bis zu 10 pro Stunde ist schon nicht schlecht. Bam. Wenn ich den mal reinschicke. 13 pro Stunde. Was, wenn ich mal einen anderen reinschicke? 13 pro Stunde. Und wenn einen mit 0 Geschick? 10 pro Stunde. Okay, also je mehr Geschick, desto mehr gibt es dann später. Lageplan 3. 150 Holz, alle erhalten plus Dings. Tippi, können wir mehr speichern. Eine Minute dauert das, trotzdem Speed. Okay. Müssen wir sonst, oder können wir sonst sowas machen? Was ist denn diese Behinderte? Dauert 4 Stunden, 90 pro Stunde auf Oliver. Aber Oliver ist ja gerade außer Gefecht, ne? Ist das nicht der Typ? Ja, irgendwo. Maria und. Guck mal, Alfred können wir uns bald kaufen für Nahrung. Wie, müssen die irgendwo noch weiter sein? Ah, hier. Ne, Adam. Okay, Adam und achso, die beiden, die erkundet haben. Ja. Oliver, hier ist er. Ja, würde ich dann theoretisch doppelt so viel kriegen. Aber das Video funktioniert irgendwie nicht so richtig. So, wir brauchen auf jeden Fall das Tipp hier, gehe ich mal von aus. Oh, dauert trotzdem eine Minute, trotz Dampfmaschine. Gut, ich probiere es mal im Video ansehen. Wir gucken gleich mal und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder von Tinker Island. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.